The Lord of the Rings, War of the Rohirrim. Das wird nämlich der nächste Film, der relativ zeitnah rauskommen wird und auf den bin ich wirklich sehr gespannt, denn dabei handelt es sich tatsächlich um eine Animationsserie und ich mag das total und ich bin auch ein großer Freund von solchen Style, auch wenn es noch keine offiziellen Bilder in der Richtung gibt und trotzdem lasse ich mich gerne überraschen, denn da bin ich wirklich offen für alles. Denn ich hoffe immer noch, dass die ganze Sache besser wird als natürlich die Serie, denn die hat mich dann doch schon sehr enttäuscht und deswegen setze ich erstmal alle Hoffnung natürlich auf den Film. Denn dieser Film spielt 183 Jahre vor den Ereignissen der zwei Türme und dabei handelt es sich um den Krieg der Rohirrim und die Geschichte von Helm Hammerhand, einer der legendärsten Könige von Rohan überhaupt. Und dort soll es ja darum gehen, dass die Dunländer angreifen und, da müssen natürlich Rohan einigermaßen verteidigen müssen und deswegen ist auch die namensgebende Festung Helmsklamm eine sehr große Schlüsselrolle. Am 12. April 2024 soll dann endlich der Film rauskommen. Und da müssen wir uns leider noch ganz schön gedulden, also noch ein gutes Jahr, aber ich denke mal, die Zeit wird schon schnell rumgehen. Die Hauptrolle hat nämlich Brian Cox als Helm Hammerhand und dann kommt ein bekanntes Gesicht, zwar Miranda Otto, denn sie ist wieder die Sprecherin von Eowyn, also wahrscheinlich dann die Erzählerin im Hintergrund. Vertrieben wird die ganze Sache von Warner Pictures und ich kann wirklich nur hoffen, dass der Film besser wird als die Serie, denn die Serie war ja wirklich eine große Enttäuschung in meinen Augen und deswegen habe ich alle Hoffnung auf den Film. Was meint ihr dazu? Freut ihr euch auch darauf? Denn meine Freude ist wirklich sehr groß und ich hoffe wirklich, dass das Jahr schnell rumgeht, dass ich endlich diesen Film genießen kann.